Ja, hallo zusammen. Und zwar, dieses kurze Video geht jetzt nochmal darum, dass die Bundesstaatsangehörigkeit nach wie vor die gültige Staatsangehörigkeit und ist und nicht irgendwas anderes. Ja, also es sind ja jetzt die Tage zwei Schreiben im Internet aufgetaucht, wo die Bediensteten einmal hier vom Erzgebirgskreis geschrieben haben, dass die an, also die BAD-Bediensteten, dass die an die Verordnung über die deutsche Staatsangehörigkeit von 34 festhalten und damit die Landesstaatsangehörigkeit, also die Staatsangehörigkeit in den fiktiven Ländern, fortgefallen ist. Ja, und selbst wenn das gültig gewesen wäre, diese sogenannte Verordnung von 34, ist damit aber nicht die Bundesstaatsangehörigkeit entfernt worden. Lediglich die Länderstaatsangehörigkeit in dem fiktiven Gebilde Weimarer Republik. Ja, hier ist nochmal ein ähnliches Schreiben aufgetaucht vom Nordfrieslandkreis. Hier ist eben nochmal ein Auszug aus der Verordnung über deutsche Staatsangehörigkeit von 34. Da steht eben drin, dass die Länderstaatsangehörigkeit entfernt wurde, also die Staatsangehörigkeit in den deutschen Ländern. Das ist praktisch in diesem Gebilde gewesen. Und die Weimarer Republik ist im Prinzip auch von den Alliierten inszenierte Verwaltung gewesen, die aber nicht völkerrechtlich zuständig wäre, überhaupt irgendwie Staatsangehörigkeiten verleihen zu können oder sonst wie was. Es wurde eben nur eine fiktive Länderstaatsangehörigkeit zumindest noch bestätigt in den Pässen, die damals ausgestellt worden sind, und das ist lediglich beseitigt worden. Die Bundesstaatsangehörigkeit, die kann nicht angefasst werden, da die, oder konnte auch von der Weimarer Republik nicht beseitigt werden. Die haben ja angeblich aus den Bundesstaatsangehörigkeiten Länderstaatsangehörige gemacht, was aber nicht geht. Weil die nicht die völkerrechtliche Vertretung zu dem Zeitrahmen waren, dass das von den deutschen Völkern, dass dieses das hätten machen können. Ja? Die Bundesstaatsangehörigen, also hier in dieser Karte vom Deutschen Kaiserreich, die sind nach wie vor die gültige Staatsangehörigkeit, und die wurde nicht entfernt oder entzogen oder wie auch immer. Ja? Und wie gesagt, es ist einfach so, mittlerweile haben wir mehrere Verwaltungen darüber gepackt worden, über das Deutsche Kaiserreich, die aber nur Verwaltungsfunktionen erfüllen dürfen. Die dürfen auch keine Gesetze machen, nichts, gar nichts. Die dürfen letztendlich nur verwalten, aber nicht, die können aus dem Deutschen keine Mickey Maus machen. Ja, oder wie auch immer. Ja, okay, das soll es von mir aus nochmal gewesen sein, beschäftigt euch nochmal damit und lasst euch nicht irgendwie verwirren von den Bediensteten. Alles klar, macht's gut.